Morgen ist es endlich soweit. Deutschland spielt gegen die Ukraine und ungefähr 200.000 Fans werden die deutsche Mannschaft hier auf der Fanmeile anfeuern. Noch ist das Ganze hier eine Großbaustelle, aber morgen wird dann alles bereit sein. Bei mir ist jetzt die Pressesprecherin der Fanmeile, Anja Marx. Hallo, Frau Marx, erstmal. Hallo. Es gibt ganz beeindruckende Zahlen. Also rund 200.000 Menschen werden morgen wohl hier sein. 8 Großleinwände gibt es, die bis zu 80 Quadratmeter groß sind. Die ganze Fanmeile ist rund 1,3 Kilometer lang. Worauf dürfen sich die Fans hier morgen noch freuen? Erstens mal auf sehr viel Fußball. Dann gibt es ein Unterhaltungsprogramm. Wir haben morgen Künstler auf der Bühne, unter anderem Calcha Candela wird auftreten. DJs spielen, Gewinnspiele auf den Bühnen. Also es ist den ganzen Tag was los. Wir machen ja auch schon um 13 Uhr auf. Man kann also auch den Nachmittag hier verbringen. Wenn man jetzt nur das deutsche Spiel gucken würde oder gucken will, was würden Sie denn empfehlen, wann man dann hier sein sollte? Ich würde auf jeden Fall vor 18 Uhr kommen, weil danach ist erfahrungsgemäß ein bisschen voller und an den Eingängen kann es ja auch zu ein bisschen längeren Wartezeiten kommen. Frau Marx, was ist denn alles neu in diesem Jahr, was es in den letzten oder bei den letzten Fanmeilen noch nicht gab? Also es ist einmal ein verschärfter Sicherheitskonzept, Achtung, und in dem wir auch mehr Zäune haben, mehr Ordner, strengere Einlasskontrollen, all das. Und dann haben wir neu, die sehen wir dann gleich, da laufen wir gerade drauf zu, diese riesen Fußgängerbrücke, ja, mitten über die Straße des 17. Juni. Da kann man von einer erhöhten Position aus Fotos machen, hat einen super Blick aufs Brandenburger Tor. Jetzt stehen wir hier gerade mitten unter der neuen Stahlbrücke. Vielleicht halten wir auch mit der Kamera noch mal kurz drauf. Die ist komplett neu. Welche Funktion erfüllt diese Brücke genau? Die Brücke ist eine Fußgängerbrücke. Das heißt, an diesen beiden Eingängen können Menschen, die Besucher auf die Brücke und können von da oben Fotos machen mit einem schönen Blick von oben, Blick aufs Brandenburger Tor. Da oben sieht man schon leicht angedeutet, da kommen die Silhouetten der Nationalmannschaft. Also das heißt, man kann ein Selfie mit der Nationalmannschaft machen. Und es ist einfach ein zusätzlicher schöner Gag.